Ich würde dafür plädieren, diese 1500 Meter als Grundsatz einfach zu streichen. Willkommen zum Ruhrpott. Heute zu den Abständen von Windenergieanlagen. Da soll es eine Novelle des Baugesetzbuches geben. Und zwar wird ein Paragraph 249 Absatz 3 ins BauGB eingefügt bzw. novelliert. Den gab es vorher schon. Die erste Frage, warum denn überhaupt Windenergie? Energiewende, wir steigen aus der Kohle aus. Das ist Ihnen wahrscheinlich alles bekannt. Windenergieanlagen sind also zur Stromversorgung nötig. Die brauchen wir. Die Frage ist, wo sollen sie hin? Fest steht, offshore, also auf der Küste, im Meer, das reicht nicht. Wir brauchen auch welche an Land. Nach langer Diskussion, relativ vielen Gesetzesentwürfen, gab es jetzt den 249 Absatz 3 und der ist in das Gebäudeenergiegesetz gerutscht, damit man ihn noch ziemlich schnell durch Bundestag und Bundesrat bringt, vor der Sommerpause. Dieser 249 Absatz 3 soll die Windenergie in einem Abstand von 1000 Metern entprivilegieren. Entprivilegierung: im baurechtlichen Außenbereich sind Windenergieanlagen privilegiert zulässig. Die will der Bund da haben, laut BauGB. Das soll jetzt in einem Abstand von 1000 Metern maximal nicht mehr so sein. Diese Regelung ist nicht befristet. Das heißt, das wird wahrscheinlich immer wieder Thema bleiben. Spätestens dann, wenn in den Bundesländern neu gewählt wird. Wenn wir uns die Regelung angucken, haben wir verschiedene Fragen, die wir dann erstmal beantworten müssen und verschiedene Problemkreise, die sich ergeben, die sich im Moment auch die Bundesländer einzeln angucken. Zunächst einmal, wozu soll denn eine solche Abstandsregelung überhaupt gelten? Es ist ja auch nicht so, als ob wir nicht schon Abstandsregeln hätten. Wir haben welche in den Landesentwicklungsplänen, in NRW zum Beispiel 1500 Meter. Wir haben aber auch in den gemeindlichen Plänen Abstände und wir kennen auch welche im Gesetz, zum Beispiel im Emissionsschutzrecht. Da geht es dann um Lärmemissionen. Also Abstände grundsätzlich haben wir eh schon. Wozu sollen also die Länder jetzt diese Abstände einführen? In den vorherigen Entwürfen gab es immer ganz komische Formulierungen. Dörfliche Strukturen mit zusammenhängender Wohnbebauung von 5 Gebäuden. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Konnte mir bislang auch noch niemand richtig beantworten. Jetzt steht da zur zulässigen baulichen Nutzung. Zu Wohnzwecken. Das bezieht sich immer auf die Wohngebäude. Schöner wäre es vielleicht gewesen, wenn wir eine Regelung hätten, die sich auf die Gebietsgrenzen bezieht. Das wäre deutlich einfacher handhabbar. Haben wir aber nicht. Wahrscheinlich gibt es dann eine Regelung, wie auch schon in Bayern, die 10H-Regelung in der Bauordnung, die auf dem alten 249 Absatz 3 beruht. Da steht dann immer Wohngebäude im beplanten Innenbereich, im unbeplanten Innenbereich oder im Außenbereich. Im beplanten Bereich liegt es dann ja auch nahe, genau die Gebiete oder Wohngebäude in den Gebieten zu schützen, die wir tatsächlich zu Wohnzwecken hauptsächlich haben. Also Wohngebiete, allgemeine und reine Wohngebiete. In den Mischgebieten, und dazu zählen auch die Dorfgebiete, da wird man vielleicht den Schutzgrad absenken müssen. Auf 600, 700 oder 800 Meter, das bleibt abzuwarten. Im unbeplanten Innenbereich, da wird es tatsächlich kompliziert, denn wo ist die letzte Außenmauer des letzten zulässigen Wohngebäudes? Schwierig. Ich möchte davor warnen, auch Wohngebäude im Außenbereich davon zu erfassen. Wenn wir das tatsächlich tun, beziehungsweise wenn die Länder das tatsächlich tun, könnte das dafür sorgen, dass die Windenergie gar nicht mehr privilegiert zulässig ist. Die Länder dürfen aber nicht entgegen den Vorgaben des Bundes handeln. Die wollen ja immer noch Windenergie. Also eine reine Verhinderungsplanung, die können wir nicht etablieren. Was ist denn zum Beispiel mit den bestehenden Windenergieplanungen, der Regionalpläne oder auch den Gemeinden? Kann die Gemeinde, die sich in ganz vieler Arbeit ein schlüssiges gesamträumliches Plankonzept erstellt hat, dieses jetzt behalten? Muss sie das an diese 1000 Meter anpassen? 1000 Meter maximaler Mindestabstand?
Bodenrechtlich wäre das abschließend. Können wir ihr das einfach unterschieben? Das könnte ein Problem mit der Planungshoheit sein. Ein weiteres Problem ist, wie es denn mit den bestehenden Landesentwicklungsplänen steht. NRW sagt 1500 Meter als Grundsatz der Raumordnung. Jetzt sagt aber der Bund, bodenrechtlich abschließend, 1000 Meter. Spätestens jetzt wissen da wahrscheinlich die Gemeinden gar nicht mehr, was sie tun sollen. Ich würde dafür plädieren, diese 1500 Meter als Grundsatz einfach zu streichen. Das Land müsste sich jetzt eine Begründung einfallen lassen. Das hat was mit der Baufreiheit zu tun, die noch nicht von den 1000 Metern erfasst ist, also Akzeptanz. Das geht schon mal gar nicht, hat schon das OVG Münster gesagt. Rein politischer Wille ersetzt keine Abwägung. Das ist schon mal draußen. Andere Gründe, Wohnruhe, ist auch schon im BauGB drin. Darauf kann sich das Land im LEP also auch nicht berufen. Systematisch ist das nicht ausgeschlossen, dass es eine solche Begründung gibt. Mir ist jedenfalls noch keine eingefallen. Wenn Ihnen eine einfällt, sagen Sie mir gerne Bescheid. Landesentwicklungspläne, da werden die Länder auch ran müssen. Kann das Land komplett Windenergie ausschließen? Das kann ja gar nicht sein. Wir haben immer noch Klimaschutzziele, die wir erreichen möchten. Wir müssen immer noch uns an das Substanzgebot im Grunde nachhalten, also an die Privilegierung der Windenergie. Der Bund will Windenergie. Die Länder dürfen das nicht unterlaufen. Der schwarze Peter, der wurde jetzt erfolgreich vom Bund an die Länder weitergegeben. Als Bund finde ich das ganz prima, als Land ganz furchtbar. Und auch als Gemeinde glaube ich nicht besonders gut und als Investor schon gar nicht. Wenn es ganz schlecht läuft, haben wir im Endeffekt 16 verschiedene Landesregelungen, die alle unterschiedlich sind. Ich glaube nicht, dass das das Ziel sein kann. Vielen Dank. Ich freue mich auf eine Diskussion.